Wenn wir losfahren mit dem Gerät, heißt es, wir wählen, wie viel Power wir wollen. Das geht von Stufe 0 im Prinzip. 0 bedeutet keine Unterstützung. 1 bedeutet 5, 6 km/h. 2 ist dann 10 bis 15 km/h. 3 ist dann schon so, schon ein bisschen unterwegs, so bis 20. 24, 25 kommt jetzt bei der Stufe 5 dazu. Also ihr seht, das ist gestaffelt. Bei 5 sind wir auf der Höchstgeschwindigkeit. Die Höchstgeschwindigkeit darf in Deutschland ohne Führerschein etc. mit 25 km/h angegeben sein. Und so können wir demzufolge dann dieses Fahrrad auch bewegen. Höchstgeschwindigkeit 25 km/h. Mehr solltet ihr nicht auf der Maschine, also ihr könnt schneller fahren, aber die Maschine selber darf nicht über 25 km/h beschleunigen mit dem Motor. Wenn ihr aber reindrückt in die Pedale, solltet ihr auch höher kommen können. Und so können wir demzufolge jetzt losfahren. Wir sollten, wenn wir losfahren, eventuell auf 0 setzen erstmal. 0 heißt keine zusätzliche Motorpower. Das heißt, wir werden jetzt manuell fahren. Dazu den Ständer hochklappen, das Fahrzeug auf oder an die Straße bewegen und dann können wir aufspringen. Am besten aufspringen. Ich weiß nicht, ob ihr aufspringen wollt. Ihr könnt auch einfach so anfahren, indem ihr den einen Fuß auf die eine Seite packt, dann anrollt und dann euch drauf schwingt. Ihr könnt euch aber auch mit dem Poppes so drüber setzen und losfahren ist euch überlassen. Coole Funktion ist hier aber noch bei diesem Barfangsystem. Wenn wir auf der Null sind, können wir, wenn das Fahrzeug steht, noch eine Hilfe hinzubuchen, indem wir einmal nach unten gehen mit der Minustaste und dann sehen wir so einen Bewegungsfreund im Display. Und dann wird unser Freundchen uns nämlich beim Anschieben helfen. Das heißt also, wir gehen einmal nach unten und halten gedrückt und dann hilft uns das System auf 5 km/h zu beschleunigen, also der Motor beschleunigt auf 5 km/h und hilft uns so lange, wie wir den Minusknopf gedrückt halten in dem besagten System. Wenn wir dann sozusagen auf der Straße angelangt sind, wo wir losfahren wollen, können wir loslassen, den Minusknopf, und dann können wir losschippern. Und das tun wir jetzt. Aufsitzen, ich werde mich jetzt richtig drauf schwingen, zack, und hinsetzen. Jetzt können wir erstmal in der Funktion 0 ohne Unterstützung uns fortbewegen. Ohne Unterstützung bedeutet demzufolge, dass wir ganz normal Fahrrad fahren. Seht ihr? Ich bin hier am Fahrradfahren. Ganz normal. Funktioniert an diesem Gefährt hier, das ist ein hochpreisiges E-Bike, sehr gut, um Energie zu verbrauchen. Eure Körperenergie, die ist dafür da, um Kalorien zu burnen und eventuell abzuspecken. Jetzt sollten wir bei einem Stoppschild natürlich anhalten. Das tun wir jetzt. Rechts und links gedrückt halten. Zack, angehalten. Jetzt immer schön gucken. Rechts, links und dann bewegen wir uns weiter. Puh. Nun geht es um die Kurve hier. Oh, wundervoll. Und jetzt werden wir mal aus dem normalen Tretmomentum rauskommen und werden eine Unterstützung dazu buchen. Das heißt, einmal Plus drücken. Hört ihr das? Der Motor macht so ein bisschen und beschleunigt uns hier auf circa 10 bis 15 km/h. Dann können wir weiter dazu buchen, aber bevor wir dazu buchen, sprich eine höhere Geschwindigkeit einsetzen wollen, sollten wir vielleicht die Schaltung noch benutzen. Wir haben hier Rapid-Fire-Schaltungen verbaut, das heißt, wir haben von 1 bis 9 Gängen Auswahl. Runter und hochschalten können wir über die Schaltwippen, das heißt runterschalten, wir drücken nach vorne, hochschalten, wir ziehen zu uns hin. Jetzt schalten wir mit Unterstützung 1, schalten wir mal in den vierten Gang, eventuell in den fünften. Um jetzt mehr Power rauszufinden, können wir natürlich mehr dribbeln, wie ihr seht. Ne, dann werden wir auch schneller, sicher. Die Unterstützung des Motors ist da, aber nicht so stark. Wir können mehr rausholen. Jetzt sind wir auf System Nummer 2. Ich habe einmal auf Plus gedrückt und jetzt beschleunigt er schon so an die 20 Gamma. Ihr hört das auch an dem Wind, den wir hier haben.
Und je höher wir gehen, sollten wir immer einen Gang dazu buchen, bis zwei Gänge dazu buchen, um nämlich dem dann Folge zu leisten. So, jetzt geben wir mal richtig Gas hier. Immer den Verkehr im Auge behalten, Leute. So, 4. Ihr hört schon, es wird richtig fett hier. So, ich bin jetzt schon auf Gang Nummer 7, 8. Und jetzt werden wir den letzten Gang zünden. Zack. 5. Teil, 25 km/h ist jetzt Ziel und das können wir auch ganz einfach und easy erreichen. Letzter Gang geschaltet. Wunderbar. Funktioniert doch alles klasse, oder? So, um jetzt runterzukommen wieder, können wir natürlich eine Vollbremsung hinlegen. Das wollen wir aber nicht. Das heißt also, wir nehmen einfach jetzt Fahrt weg. Ich bin nicht mehr am Brubbeln. Das heißt, der Motor wird dadurch auch abgebucht, weggesetzt werden und wir würden so keine Unterstützung mehr bekommen, wenn wir nicht in die Pedale treten. Um zu stehen, werden wir einfach die Bremsen benutzen. Dann absteigen, dann unser Fahrrad sichern und wenn wir es stehen lassen wollen, hier geht natürlich nach 5 Minuten das Ding automatisch aus. Wer aber Energie sparen möchte, sollte hier natürlich demzufolge auf den Ausknopf drücken, circa 3 Sekunden, bis das System runtergefahren ist. Und was ganz wichtig ist, immer anschließen. Holt euch ein extra Schloss dazu, damit euer teures Fahrrad nicht geklaut wird. Zack, angeschlossen und wer ganz sicher gehen möchte, weil der Akku ist nicht billig, macht noch den Akku raus. Dazu zum Akku gehen, den Akku ausschließen, zack, Akku entnehmen und mitnehmen. Danach Schlüssel noch aus und dann seid ihr unterwegs und euer Fahrrad kann sicher irgendwo auf euch warten. So können wir also gut mit diesem E-Bike von A nach B kommen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun.